Wir haben ja alles so viel zu sagen und insofern finde ich es auch schade, dass tatsächlich die Politik uns nicht hören will. Und ich glaube, wenn ATTAC und Co. solche Veranstaltungen nicht machen würden, dann würden wir gar nichts erfahren. Ich würde es aber ganz gern mit der Vertreterin des BDI nochmal eine Frage klären. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin nicht auf internationalen Kongressen, ich kann keine 500 Seiten in 2 Tagen lesen, die irgendwelche Experten in einem Jahr Geheimverhandlung ausgearbeitet haben. Aber ich bin sehr für Investition und für Wachstum. Und ich sage Ihnen jetzt mal, was viele Menschen in Europa investieren, so wie ich auch. Ich investiere viel Zeit und Energie in meine Kinder und in deren Wachstum. Ich investiere Zeit in die Nachbarschaft, in eine funktionierende Sozialstruktur. Diese Werte, die nicht in Geld aufzulösen sind, sind die überhaupt Verhandlungsgegenstand in Ihren Verträgen? Das ist eine Frage. Ich frage es auch vor dem Hintergrund, ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie schon diese goldenen Beispiele von Blinker und Schlittschuhe anbringen und Investitionen in eine Wohnung, wer schützt meine Investitionen in meine Familienwohnung, die davon ihren Wert hat, dass Kinder drumherum spielen können, vor Investoren, die unmittelbar vorne dran für ihr viel Geld einen Riesenklotz hinbauen und die sich überhaupt nicht darum kümmern, ob der Spielplatz da bleibt, ob die Schule tatsächlich saniert wird, ob der Einkaufsladen um die Ecke auch verfügbar ist, damit wir uns tatsächlich auch versorgen können. Das sind Werte, die unser Gemeinwesen tragen und die überhaupt nicht und schon gar nicht in Geheimverhandlungen geschützt werden. Wir könnten ja mal überlegen, Geheimverhandlungen zu machen über den Schutz des Lebenswertes in unseren Kommunen, und zwar europaweit, und Ihnen dann einfach nur noch zum Abwägen vorlegen. Ich würde gerne eine Frage, die da drüben sich gemeldet hat, noch dazu nehmen. Darf ich auch mal? Ja, nun machen Konzerne ja gelegentlich Gewinne. Und uns gegenüber werden die ja manchmal so gerechtfertigt, dass sie mit ihrer Risikofreude zusammen. Frau Dr. Wildner hat vorhin das Beispiel angeführt von den Eigenheimbesitzern, die eine Investition bedrohen und man müsse dann den Investor schützen. Andersrum gesehen, Frau Dr. Mildner, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Eigenheim, daneben entsteht ein Atomkraftwerk, die über die Mini-Worte treibt sich aus. Ja, wer schützt da jetzt wen? Nicht? Also ich meine, solche Investitionen wollen wir eigentlich nicht schützen. Diese Investitionen wollen wir nicht schützen, im Gegenteil. Ich hätte auch ganz gerne noch ganz kurz. Ich bin aus Silvester von der Gewerkschaft Verdi und ich stimme meinen Vorrednerinnen absolut zu. Wachstum um jeden Preis ist Unsinn. Wir brauchen gutes, qualitätsvolles Wachstum. Wir brauchen keine Mistjobs, wir brauchen gute Arbeit. Dazu zählt eine gute Nachbarschaft, dazu zählt eine gute Familie. Und wenn es um Regularien geht, dann stimme ich dir völlig zu. Regeln sind Schutz. Den Schutz für Schwache. Und dieses ganze Thema Mindestlohn und Arbeit ist hier überhaupt noch nicht ausreichend beleuchtet worden. Die deutschen Gewerkschaften sind sehr, sehr kritisch, was das Freihandelsabkommen angeht, sehen das mit großer Sorge, weil wir immer wieder erlebt haben, wie die Veränderung der der Rahmenbedingungen den großen Druck ausübt darauf, dass wir eben kein gutes Auskommen, kein gutes Einkommen im Arbeitsleben haben, sondern dass wir dann Sorgen uns machen müssen, wird Arbeitsplätze verloren werden oder auch schlechtere Bedingungen nur noch existieren wegen Privatisierung und. Und wenn ich dann zum Beispiel weiß,
dass die USA die sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen, das ist sozusagen, sind Verträge zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen um Mindeststandards. Wenn die von diesen ILO-Kernarbeitsnormen 8 nicht unterschrieben haben, wenn das in Amerika für die Gewerkschaften noch nicht mal Zutrittsrechte ordentlich in Betrieb gibt, dann mache ich mir da ganz gewaltige Sorgen. Vielen Dank. Besonderen Investitionsschutz an Frau Wiesner. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne etwas zu den Kernarbeitsstandards sagen und den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Das sind internationale Kernarbeitsnormen. Und in der Tat haben die USA nicht alle davon unterschrieben, unter anderem eben nicht die Versammlungsfreiheit. Und es ist ja ein Anliegen der Kommission, dass diese Kernarbeitsnormen sehr wohl mit in dem Abkommen berücksichtigt werden und soziale Umweltstandards und Arbeitsstandards eben da stark verankert werden. Das kurz dazu. Müssen Sie mir ganz kurz weiterhelfen. Die besonderen Investitionen, die die damit in Kinder und so. Also wir sind ja auch nicht für Wachstum um jeden Preis, sondern wir sind auch für qualitatives, gutes Wachstum, und Regeln und Standards sind absolut richtig und wichtig. Wir sind keine neoliberalen Wirtschaftsbefürworter, die nicht die Notwendigkeit vom Schutz der Öffentlichkeit, von Umwelt und öffentlichen Gütern sehen. Das unterstützen wir absolut auch. Wir sehen aber auch, das wurde ja vorhin auch genannt, wie wichtig Exporte, wie wichtig der Außenhandel für Deutschland, für die deutsche Wirtschaft und die deutsche Bevölkerung ist. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt in Deutschland von den Exporten ab. In der Industrie ist es jeder zweite Arbeitsplatz und im Dienstleistungssektor ist jeder siebte Arbeitsplatz. Und ich kann nur unterstreichen, wenn man einen besseren Marktzugang in den USA hat und die zusätzlichen Kosten, die eben durch die, wie ich vorhin beschrieben hatte, durch die Zusatzzertifizierungen gesenkt werden können, dann machen Unternehmen dadurch in der Tat größere Gewinne, aber das spiegelt sich dann auch wieder in mehr Beschäftigung und das spiegelt sich eben wieder nicht nur im Wachstum, sondern auch im Wohlfahrt. Sehe ich jetzt noch Fragen? Oder? Ja. 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 Können Sie das jetzt hier bemerkbar machen? Stärker hier und dort drüben die Dame. Und wir können dort oben auch noch gehen. Bitte zuerst hier links.